Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt den Forst-Scheibenmulcher an in der Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder Outlaw. Gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4, Xbox One findet ihr einmal in der Kategorie Werkzeuge und dann Kompaktlader. Und hier hinten haben wir das gute Stück Lizard Forstscheibenmulcher, also eine Baumstumpffräse für die Kompaktladersektion. Für 18.900 eine Anschaffung, 963 im Leasing. Hauptfarbe kann in diversen Farben geändert werden. Es gibt keine Config-Möglichkeiten. Schauen wir uns das gute Stück an. Wir sehen es hier, Danger, Stay Back. Ne? Also gefährlich, bitte einmal zurücktreten. Dann haben wir hier oben noch sämtliche Tritratra, Danger, Warning, Schieß mich tot. Ne? Dann hier nochmal eine Warning, was... Do not extend 200 GPM, was auch immer wiederum GPM ist, ne, aber ihr wisst Bescheid. Am Ende ist es halt schwarz, dadurch, dass das Lizard ist, haben wir halt hier das Lizard-Logo mit dabei, Lizard Attaches, ne, aber ja, mehr ist es am Ende des Tages auch nicht. Wir haben hier dann diese Fräse selber, wir haben hier die Anschlüsse, wisst ihr nicht, was ich dagegen großartig noch mehr sagen oder dagegen sagen sollte, passt soweit. Schauen wir uns mal lieber an, wie das gute Stück funktioniert. Ich habe jetzt mal hier den New Holland Kompaktlader in dem Falle genommen. Da ist das gute Stück nämlich vorne hier mit dran. Ihr seht, die Anschlüsse verbinden sich alle ohne Probleme. Das ist also in dem Falle schon mal mitgegeben. Ansonsten können wir eigentlich nichts weiter machen, außer starten und stoppen. Soweit so klar. Der Vorteil an diesen Kompaktladern ist natürlich, dass wir da in ungeahnte Höhen logischerweise kommen. Und ihr seht, wenn ich das starte und wieder beende, das Rad dreht aus. Ja, also es geht auch langsam los, ne, wird dann schneller, 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 schneller. Und wenn ich es ausschalte, langsam, 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 langsam. Ist ein schönes Detail, muss man sagen. So, dann mal let it go. Ihr kennt das ja normalerweise, dass ihr so hier ranfahrt und macht dann den hier, ne. Und ihr seht, das funktioniert in dem Fall aber nicht, denn hier bei denen müsst ihr das Ganze von oben nach unten machen. Das heißt, ich habe jetzt hier mal willkürlich zwei solche Baumstümpfe gesetzt, die relativ weit oben sind. Ihr fahrt dann am Ende des Tages einmal hier unten runter, richtet das Ding aus und macht dann den hier. So, ein bisschen weiter vor. Noch ein Stück. Dankeschön. Und jetzt geht ihr einfach runter. Zack, und weg ist er. Ja, so könnt ihr selbst Dinge, die extrem weit oben sind oder halt extrem hoch sind, einfach ohne Probleme machen. Geht natürlich auch bei den kleineren hier, klassisch. Ja, wir gehen mal runter, wenn ich ja nicht mal fettfingern würde. So. Zack. Zack. Weg sind sie. Tja, das ist am Ende des Tages auch schon das ganze Geheimnis darum. Wie gesagt, dass das Teil sich ausdreht, das finde ich cool. Muss man wirklich sagen. Und ja, das passt. Mehr ist es nicht. Das war's. Logfehlerfrei ist es auch. Könnt ihr euch also bedenkenlos mit downloaden, wenn ihr das wollt. Also für alle, die im Forst unterwegs sind und auch Kompaktlader viel spielen, schönes Ding, kann man nutzen. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst einen Daumen Schnauber da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Kowski.